Ein wichtiger Disclaimer. Aktuell arbeite ich für die Firma Samina. Es ist wichtig, dass du das weißt. Ich werde trotzdem in meiner Funktion als Minimalist Biohacker natürlich objektiv berichten. Aber ich finde es trotzdem nur fair, wenn du das auch weißt. Jetzt möchte ich mit dir anschauen, wie sich mein Schlaf und meine Statistiken, die ich jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren tracke, mit dem Samina Schlafsystem verändert haben. Okay, los geht's. Schauen wir uns direkt mal die Aura-App von mir an. Dort schauen wir unter Trends nach den Themen Schlaf. Schauen wir uns einmal die Gesamtschlafzeit an und ob sich mit dem Samina Schlafsystem daran etwas verändert hat. Die Gesamtschlafzeit bedeutet einfach, wie viel Zeit habe ich in der Nacht geschlafen. Ich bin jetzt auf einer monatlichen Darstellung und im März 2021 habe ich mir das Samina Schlafsystem geholt. Da sieht man, abgesehen von einem kleinen Dip, geht es dann wieder aufwärts. Hier habe ich dann etwas mehr geschlafen, hier nochmal deutlich mehr. Man sieht, das geht immer so ein Stück nach oben. Da kann man jetzt nicht so richtig was rauslesen. Ja, ich schlafe mehr, ja, oder beziehungsweise kriege mehr Schlaf als vorher. Das kann mit dem System zusammenhängen, hat natürlich aber auch immer was damit zu tun. Wenn man Kinder hat und die oft aufwachen, hat man meistens weniger Schlafzeit. Aber man sieht schon, seit diesem März 2021 mit dem Samina-Schlafsystem hat sich das sehr positiv entwickelt. Es ist nur nicht so, dass man sofort sagen kann, ah, hier ist schon was passiert, das hängt am Schlafsystem. Also schauen wir mal weiter. Und zwar nach der Tiefschlafzeit als nächstes. Wieder auf einer monatlichen Darstellung, März 21. Hier hatte ich das Samina Schlafsystem. Meine Tiefschlafzeit hat sich hier erstmal deutlich verringert. Das kann an verschiedensten Dingen liegen, zum Beispiel Alkohol, spätes Essen, bestimmte Lebensevents, natürlich Kinder, häufig aufwachen. Hier hatte ich eigentlich erstmal weniger Tiefschlaf, könnte man vermuten, oh je, das Samina Schlafsystem hat mir weniger Tiefschlaf beschert. Hier ging das aber wieder deutlich nach oben. Und das sieht man, das hängt hauptsächlich mit Lebensevents zusammen und kann wahrscheinlich nicht dem Schlafsystem direkt zugeschrieben werden. Schauen wir uns noch den REM-Schlaf an, was sehr interessant ist. Das ist der Traumschlaf, den haben wir eher am Morgen. Ist sehr, sehr wichtig, vor allem für das Gehirn auch. Und da sehen wir hier, dass ich das Samina-Schlafsystem bekommen. Und ja, es schwankt, es geht hoch und runter. Man sieht vorher, ja, eher niedrig. Dann geht es schon ordentlich nach oben. Das sieht ähnlich aus wie beim Tiefschlaf. Also gemeinsam mit dem Tiefschlaf habe ich auch mehr REM-Schlaf bekommen. Das heißt, meine Schlafqualität ist eigentlich allgemein besser geworden. Kann natürlich daran liegen, mit den Kindern und so weiter, dass sich hier was verbessert hat. Auch hier könnte ich jetzt nicht sagen, jawohl, ist eindeutig dem Samina-Schlafsystem zurechenbar. Schauen wir uns jetzt die Schlafeffizienz an. Das ist für mich so einer der wichtigsten Marker, weil er sagt eigentlich, wie effizient unser Schlaf bei Nacht abläuft. Das heißt, für die Zeit, die ich im Bett bin, wie viel Zeit verbringe ich tatsächlich mit der Erholung im Schlaf und nicht nur mit Wachzeiten oder mit Leichtschlaf. Und das ist sehr, sehr spannend, weil hier habe ich das Samina Schlafsystem bekommen. Schauen wir noch kurz nach vorne. Sieht man eher, das ist nie schlecht. Die Schlafeffizienz bewegt sich immer so zwischen 80% und 90%. Aber sie variiert etwas und hier kommt dann das Samina Schlafsystem und da sieht man schon deutlich, die Schlafeffizienz verbessert sich, pendelt sich dann auf einem sehr hohen Niveau ein, dippt hier nochmal leicht, ich weiß auch an was das liegt, hat mit einem bestimmten Krankheitsverlauf zu tun, erholt sich dann wieder und pendelt sich wieder auf diesen 87% ein, 88 ist dann erst jetzt wieder schlechter geworden, auch hier weiß ich woran das liegt. Im November ist mein zweiter Sohn geboren worden, die Schlafeffizienz sinkt etwas. Aber das ist etwas, das ich dem Samina-System durchaus zurechne. Weil man sieht hier ab diesem Punkt, davor eher schwankend, ab diesem Punkt pendelt sich die Schlafeffizienz relativ gut auf einem hohen Wert ein. Und das ist für mich sehr spannend und auch etwas, was Samina in der Außenwirkung immer verspricht. Dass man eigentlich durch das, dass man orthopädisch gebettet ist, sich nicht mehr so oft dreht, nicht mehr so oft aufwacht, also eigentlich mehr Zeit in den tieferen Schlafphasen wie der Tiefschlafphase oder der REM-Schlafphase verbringt. Und das ist eigentlich das, was wir als High-Performer oder Biohacker wollen. Wir wollen, wenn wir schlafen, möglichst viel Zeit in diesen Phasen verbringen. Das bedeutet, wir können theoretisch weniger schlafen und die gleiche Erholung rauskriegen wie bei einem herkömmlichen Schlafsystem.
oder wir schlafen gleich lange und haben mehr Erholung. Das ist also etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und da würde ich auch sagen, das kann ich definitiv dem Samina-Schlafsystem zurechnen. Das Jahr war insgesamt turbulent mit eigenem Business, mit Job, mit Familie. Und so hat man eben immer was, wo sich bewegt und wo man sagen kann, okay, man kann das nicht so im Labor-Setting festnageln. Ja? Die Schlafeffizienz ist etwas, wo ich messen konnte und das bringe ich eindeutig mit dem Samina-Schlafsystem in Verbindung, weil mir sonst nichts einfällt, warum sie das so hätte verändern sollen. Aber es ist natürlich so, dass ich im Bereich Biohacking ständig neue Dinge erfahre und lerne und mache, seien das nun Atemtechniken, Rotlicht oder sonstige Dinge. Und so verändert sich natürlich mein Umfeld mehr oder weniger die ganze Zeit. Deshalb möchte ich dir gerne auch noch die subjektiven Eindrücke für mich und mit dem Samina-Schlafsystem mitteilen. Und das ist eigentlich mit der Schlafeffizienz ganz klar, dass ich mich morgens auch ausgeschlafener fühle, obwohl jetzt quasi zwei kleine Kinder mit im Bett liegen oder mit im Haushalt sind und die Nächte doch stören. Das heißt, ich spüre, dass ich, wenn ich reinliege, relativ schnell genug Tiefschlaf bekomme, meistens zwischen anderthalb und zweieinhalb Stunden, und auch ausreichend REM-Schlaf bekomme. Zweitens, mir schläft der Arm nicht mehr ein. Das war vorher jeden Morgen ein Problem, dass ich aufgewacht bin und mein linker Arm komplett taub war. Das habe ich seit Samina gar nicht mehr. Kein Taubheitsgefühl, nirgends. Das dritte ist eigentlich, dass sich meine Muskeln und Gelenke am Morgen genauso anfühlen wie am Abend. Das heißt, ich stehe genauso auf, wie ich ins Bett gelegen bin. Ich bin nicht mehr steif, ich muss mich nicht mehr strecken, ich stehe einfach auf und es passt alles. Und das letzte ist vermutlich einfach der Wohlfühleffekt in diesem Bett, also das trockene Klima. Ich bin rund um die Uhr zugedeckt, das heißt, ich decke mich nicht mehr auf und ab. Und das habe ich vorher deutlich gemacht und hatte ich auch deutlich in Erinnerung, dass ich mich nachts auf und abgedeckt habe. Und das wirkt sich natürlich sehr stark auf die Schlafeffizienz aus, weil ich einfach jetzt viel ruhiger bin und viel mehr durchschlafe. Das Spannende ist, nach, sagen wir, ein, zwei, drei Monaten Samina, hat man eben einen neuen Standard und es fällt einem gar nicht mehr so auf. Dann merkt man aber, wenn man auswärts schläft, im Hotel oder in einem Nicht-Samina-Bett, dann merkt man erstmal wieder, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, wenn man erstmal Samina hat, gewöhnt man sich sehr schnell an den Standard. Und deshalb ist es schon spannend, jetzt auch für mich dieses Video aufzuholen und mal in die Daten zu schauen und mir zu überlegen, ja stimmt, vorher war das ein bisschen anders. Generell als Fazit. Also ich kann Samina wirklich jedem empfehlen. Und das sage ich nicht nur, weil ich dort arbeite, weil ich arbeite dort, weil ich überzeugt bin von dem Produkt. Ansonsten würde ich nicht dort arbeiten. Die Arbeit, die hier geleistet wurde an dem Produkt, ist einfach großartig. Das Produkt hat sich nicht sehr verändert. Man muss natürlich sagen, es ist eine große Investition, auch für mich. Im Bereich Biohacking die größte Investition in einen materiellen Gegenstand. Aber durch das, dass man jede Nacht die positiven Effekte hat, die positiven Effekte der Körpererdung, des Bettklimas, des Schrägschlafens. Durch das hat man einfach 8 Stunden in der Nacht dieses passive Biohacking. Und das kann man quasi gleichsetzen mit, wie viel gibt man aus für Supplements und für Therapien und Massagen und was auch immer, wo man aber aktiv etwas tun muss. Und dieses Samina-Schlafsystem macht das für mich in der Nacht. Und das ist momentan, denke ich gar nicht mehr an das Geld, das ist es absolut wert. Aber natürlich verstehe ich, wenn jemand sagt, boah, ist einfach momentan zu viel, kann ich mir nicht leisten. Und da muss ich natürlich sagen, man kann sehr viel von den Dingen, die Samina bietet, und zwar sehr einfach und komfortabel bietet, sehr hochwertig, kann man natürlich auch selbst nachstellen. Ja? Stell dein Bett schräg. Das habe ich ganz am Anfang noch, bevor ich Samina kannte, mit alten Magazinen gemacht. Das hat perfekt gehalten und ich konnte schräg schlafen. 10 cm am Kopfende hoch. Was man machen kann, starte mit einem Kissen von Samina. Die sind wirklich nicht teuer und da hat man schon richtig viele positive Effekte und kann einmal die Schafschuhwolle erleben und das Gefühl im Nacken, die orthopädische Stütze, einfach mal erleben. Das ist so ein Start, den man machen kann. Man kann sich natürlich auch nächtlich erden, ohne viel Geld auszugeben. Über einen Erdungsstecker, über Direkterdung ist nicht ganz so komfortabel, aber es funktioniert. So kann man das mal testen, ja. Und diese kleinen Dinge kann man natürlich auch machen, ohne sich das System sofort zu kaufen. Ich empfehle trotzdem jedem, mal in einer Samina-Filiale vorbeizugehen oder in der Samina-Zentrale vorbeizukommen
und sich das einfach mal anzuschauen, mal Probe liegen, mal in ein Hotel gehen, das Samina hat und Probe liegen und einfach mal schauen, wie es sich für dich anfühlt. Samina ist etwas, da liegt man rein und man spürt sofort, ui, da ist etwas anders, da ist etwas besonders. Und das würde ich einfach jedem empfehlen. Und ansonsten sind es natürlich Dinge, die kostenlos sind. Zum Beispiel am Abend Blaulicht vermeiden, am Morgen raus in die Sonne und Blaulicht bekommen, dass der zirkadiane Rhythmus gesetzt ist. Am Abend nicht mehr stressen, sondern wirklich runterfahren, Atemübungen machen, vielleicht sogar Blaulichtblockerbrille aufsetzen. All diese Dinge, Schlafzimmer, dunkel, ruhig, kühl, all das sind Dinge, die man gratis machen kann und die natürlich die Schlafwerte schon richtig arg beeinflussen. Und dann, wenn man soweit ist, kann man sich mit der Hardware auseinandersetzen und da ist Samina meiner Meinung nach unerreicht und einfach ungeschlagen. Also von meiner Seite und jetzt wirklich unabhängig von dem, dass ich bei Samina auch arbeite, eine klare Kaufempfehlung. Und wenn es nur am Anfang ein Kissen ist, ihr werdet merken, das macht einen Unterschied. Wenn ihr das macht, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob euch das Video geholfen hat und auch wie ihr Samina findet. Ich finde das natürlich selbst sehr spannend, auch von euch zu hören. Ansonsten abonniert den Kanal, das hilft mir wahnsinnig weiter. Kommentiert, gebt mir ein Like. Das ist so die Motivation, um weiterzumachen. Würde mich sehr freuen. Dein Marco von Minimalist Biohacker.